Jeder Seite da sitze. Und zwar darf ich ganz stolz verkünden, dass ich die Grundausbildung abgeschlossen habe, Neurodings-Trainerin. Und auch ganz stolz, dass ich heute die Silvia Grübel, Gründerin von Neurodings, bei mir begrüßen darf. Ich habe euch ja schon einige Zeichnungen gesagt, was ich so in den letzten Monaten und Wochen getan habe. Aber ich habe halt gemerkt, dass viele noch gar nicht wissen, was das Neurodings eigentlich ist. Und für diese Seite die Silvia da. Schön, dass du da bist. Danke und für die Einladung. Und die wird uns da einige Fragen beantworten. Dann stelle ich jetzt gleich einmal die Frage an die Silvia. Was ist das Neurodings jetzt eigentlich? Das Neurodings ist eine ganz einfache Transformationsmethode. Man kann da negative Gedanken, die man hat, und Einstellungen rausbringen aus dem Körper und aus dem Hirn, sage ich einmal, aufs Papier. Man formt es dann um mit beiden Händen, sodass es ein angenehmes Gefühl wird. Also man kann damit ganz einfach und ganz kreativ Themen bearbeiten. Wie bist du auf den Namen Neurodings gekommen? Unter der Dusche. Ja, also es war so, die Methode habe ich ja entwickelt über einen langen Zeitraum hinweg und dann war so der Zeitraum, wo ich gesagt habe, jetzt lasse ich die Methode schützen beziehungsweise den Namen, und da sollte dieser Name immer ein Fantasiename sein. Der kann sich ja zum Beispiel aus zwei Silben zusammensetzen. Dieses Neuro habe ich immer da gehabt, dass das wichtiger Bestandteil sein sollte, weil das einfach mit dem Gehirn zu tun hat und mit den Neuronen. Und der zweite Teil war mir irgendwie nicht klar. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was gibt es schon und so weiter. Und ja, habe mir schon 2-3 Seiten aufgeschrieben, was die Varianten wären. Und wie es halt oft so ist, wenn man ganz angestrengt über was nachdenkt, bei einer Tätigkeit, die quasi entspannt oder die ganz alltäglich ist, fällt es dann ein. Ja, und das war halt bei mir unter der Dusche, wo ich dann Neurodings, ja, und dann bin ich gleich aus der Dusche, habe mir es gleich aufgeschrieben, weil sonst vergiss ich es wieder. Und das war es, dann hat es auch noch nicht gegeben, ja, weil da muss man ja dann schauen, ob es es schon gibt. Und ja, so war der Begriff Neurodings geboren. Eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte, wenn man das nicht weiß, und spannend, wo dann die tollen Einfälle herkommen. Und weißt du, das jetzt da gesagt hast, wegen Neuro und Neuronen, dass das wie wichtig war, was passiert da im Gehirn? Also wie erklärt man das einfach, was sie da tut? Ja, also ich komme ursprünglich aus der Pädagogik, habe 12 Jahre Pädagogik, also in der Pädagogik gearbeitet und habe mich dann selbstständig gemacht und mache jetzt seit 21 Jahren eben Beratung und Kurse. Und habe damals vor über 20 Jahren mit Kinesiologie begonnen. Und das war eben der Zeitpunkt, wo ich mich immer interessiert habe, was passiert im Gehirn. Früher eben bei den Kindern, was passiert beim Lernen, was passiert, wenn sie keinen Selbstwert haben und so weiter. Und das jetzt eben erweitert auf das, was ist bei Erwachsenen dann? Was passiert im Gehirn? Wie sehr sind Gedankenmuster und Verhaltensweisen im Gehirn verankert, sodass man nicht aus kann? Weil viele Leute sagen, ich möchte es eh anders machen, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ich fahre immer wieder in ein altes Muster zurück. Und das war so der Anspruch, etwas zu machen, was leicht ist und wo man eben diese, sage ich mal, dicken Autobahnen, großen Autobahnen im Gehirn umformen kann und wo der Mensch trotzdem dazulernen kann. Früher hat es ja geheißen, man kann ab einem bestimmten Alter nichts mehr dazulernen, weil das Gehirn nicht fähig ist. Das hat die Wissenschaft jetzt eh schon wieder ausgebessert, das stimmt einfach. Und was passiert durchs neurokreative Zeichnen? Das ist, dass du die Gehirnfrequenz verändern kannst. Weil wenn du einen Stress hast, wenn dich was beschäftigt negativ, dann ist das Gehirn in einem Alarmmodus, auch der ganze Körper, auch die Hormonausschüttung. Und damit man überhaupt auf eine Lösung kommen kann, weil wenn wer so fertig ist oder man weiß es von einem selber, wenn man so fahrig ist oder so, man findet gerade keine Lösung und da fällt einem das Einfachste nicht ein, weil das Gehirn blockiert ist. Mhm. Und daher ist es das Erste, dass wir einmal in ein Level kommen vom Denken und vom Gehirn her in eine Frequenz, die ruhiger ist. Und das gelingt uns ganz super mit dem Runden, mit den Powerbubbles. Und dann kommst du in einen angenehmen Zustand und dann kommt die Idee. Weil es hat eh jeder alles in sich. Ja? Nur in diesen Situationen weißt du gar nichts. Das heißt aber, das Neurodings ist jetzt dann nicht nur für Menschen, die was Stresssituationen haben, sondern durchaus auch für welche, die was halt was Neues entwickeln wollen oder über sich hinaus auswachsen wollen oder wie? Ja, also du musst kein Problem haben, ja, dass du Neurodings anwendest, nur es finden halt die meisten sehr praktisch, dass man da an eigene Themen arbeiten kann. Es muss ja nicht immer ganz eine große Sache sein, sondern einfach so Alltagssachen, ja, wo einem einfach einmal was nicht so gelingt oder wo man ein Ziel hat, was man einfach schneller erreichen möchte. Das geht auch. Aber man kann natürlich auch total kreativ dran gehen
Und es gibt ja die vier Bücher von Neurodings, wo es um Themen geht. Zum Beispiel Tausche Angst gegen Selbstvertrauen, ist auch Oblauf drinnen zum Mitzeichnen gegen Ängste und auch Zeichenoblauf, eben um Selbstvertrauen zu stärken. Und das fünfte Buch, was ich jetzt gemacht habe, ist mehr oder weniger ein Malbuch. Also da sind die Linien dann schon vorgegeben, auch noch ein bisschen veränderte Linien, sodass die Leute, die einfach sagen, nein, ich mag mich jetzt da mit keinem Thema befassen, ich mag einfach kreativ sein, mag das genießen, diesen Flow vom Zeichnen, die können das verwenden, diese Vorlagen, brauche ich kein Thema und kann sofort losstarten. In der Infobox mit Verlinkung kannst du natürlich dann auch wieder nachschauen. Ich habe jetzt da die letzten Wochen sehr viele Bilder gestaltet im Zuge der Ausbildung und habe selber bei mir eine totale Verwandlung festgestellt. Also es tut mir wirklich gut, das möchte ich an der Stelle unbedingt, dass ich euch das sage. Es ist auch so weit eine Veränderung passiert, dass ich sogar von meinem Umfeld dann angeredet worden bin drauf. Das ist das, was mich auch fasziniert. Was mir dann zusätzlich nur recht gefällt, ist, dass ich das mit meinen schon bisherigen Sachen ganz gut kombinieren kann. Und dazu möchte ich das kurz sagen. Also ich habe hier auch das Kant-Aquarellstempeln von mir in den Neurodings-Ablauf mit integriert. Also da ist auch wieder Stempel in einer anderen Farbkonstellation. Das heißt, Silvia, wenn jetzt jemand Neurodings ausprobieren möchte, wenn jemand eine Trainerin sucht, wie kommt er dann am besten zu den Informationen? Erst kommt nochmal zu dir, wo du das gut erklärst. Zusätzlich gibt es Bücher, die man sich besorgen kann, wo man mal so ein bisschen reinschnuppern kann. Es gibt das Kartenset, das ist ein neurokreatives Kartenset, wo man dieses neurokreative Sehen, dieses Perspektivenwechseln ein bisschen üben kann und sich beschäftigen kann damit. Und was jetzt ganz neu gibt, ist das Speed-Neurodings. Das ist eine Möglichkeit, das ganz rasch kennenzulernen. Das gibt es auf meiner Website, das Angebot. Da kann man sich einen Termin aussuchen. Und es dauert ungefähr nur 5 bis 10 Minuten. Wenn du dich zum Beispiel anmeldest in 5 Minuten, erzählst mir du, was dich gerade beschäftigt, was dich belastet oder was auch immer, was da gerade im Kopf herumgeht. Ich zeichne ungefähr 3, 4, 5 Minuten mit, setze die Linien, stimme mich auf dich ein und dann schauen wir gemeinsam, was für Gestalt erscheint, welche Botschaft aus deinem Bild da herauskommt. Und dann, wenn man möchte, kann man dieses Bild noch fertig gestalten mit den Grundelementen von Neurodings. Du hast ja einen eigenen Ablauf entwickelt mit Engel, oder wie war das? Ja, genau. Es gibt jetzt dann ganz aktuell, passend zum Weihnachten, alle, die was mich schon kennen, die wissen ja, dass ich ein ganz großer Weihnachtsfan bin. Natürlich hat Neurodings weihnachtlich Einzug bei mir gehalten. Dazu gibt es den Engelszauber. Es wird jetzt dann Veranstaltungen diesbezüglich geben und auf meine Social Medias oder eben auf meinen Veranstaltungskalender, auf meiner Website, kannst du dann da die aktuellen Termine nachlesen. Sage ich Dankeschön, Silvia, dass du heute da warst und dass ich da mit dir ein bisschen plaudern habe können. Ich hoffe, dass es für einige oder viele oder alle jetzt ein bisschen Klarheit geschaffen hat, das Interesse geweckt hat. Wir freuen uns natürlich, wenn wir von den einen oder anderen hören. Schaut bitte unbedingt da bei der Silvia vorbei. Wie gewohnt, ihr findet auch die Website dann in der Infobox und die Verlinkung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bald wieder sehen und hören. Und nach dem Motto, wie wir sagen, mach dein Ding.